Guten Morgen Leute, was geht ab? Wir sind in Berlin zum Marathon und treffen uns jetzt mit Alois und Severin an der Siegessäule. Warum sind wir nochmal hier? Sevi und Alois laufen Marathon. Sevi läuft seinen ersten Marathon. Und wir sind zum Zuschauen hier, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, weil ich der Trainer bin von den beiden. Und Felix hat Geburtstag. Und ich habe Geburtstag. Yay! Yeah. So, wir sind an einem wichtigen Punkt der Strecke. Wenn die Läufer später hier sind, haben sie es schon fast geschafft. Susi, bist du aufgeregt? Nö. Ich bin total entspannt, ich muss ja auch nicht laufen. Ich freue mich jetzt auf einen schönen Tag in Berlin. Ich muss auch nicht laufen, aber so ein bisschen. Man will ja dann doch, dass die Athleten, die man trainiert, nicht total abkacken. Ne? Also ist ja schon so. Aber ich glaube, so ein bisschen abkacken gehört zum Marathonlaufen auch dazu, weil es ist halt irgendwie dann doch recht viel ungewiss einfach. Morgen! Naja, er schaut ja entspannt aus. Das ist echt nicht. Alles gut? Ja, doch. Geiles Wetter. Wetter ist top. Immer geil. Ja, die Spannung steigt, ne? Ja, ist richtig. Kann man nicht anders sagen. Nee, kann man nicht leugnen. Kann man nicht leugnen. Sevi, wie ist die Stimmung heute früh? Die Stimmung? Ja, ich habe jetzt nicht optimal geschlafen, aber das war ja eh fast klar. Egal. Ja, egal. Ich habe gerade ja schon meinen Startblock gesehen und war etwas irritiert, weil es ziemlich weit vorne ist. Bei den Profis fast. Ja. Alois, viel Spaß. Perfekt. Toi. Ja gut, Leute, dann habt ihr auch alles? Was? Habt ihr alles zu trinken, zu essen? Alles, was brauche ich denn sonst noch? Gute Laune unbedingt. Vergesst nicht eure GPS-Uhren anzumachen, falls ihr in Ruhemodus gehen. Das ist alles. Und wenn ihr es vergesst, ist auch scheißegal. Der Lockermann hier. Ja. Mach es gut. Viel Spaß, Sevi. Alois, viel Spaß. Da gehen sie dahin. Die Daumen sind gedrückt. So. Was haben wir jetzt, ne? Jetzt beginnt unser Marathon, der ist nämlich viel anstrengender, wenn man hier zuschauen muss bei der Veranstaltung. Man will schon am liebsten selber mitlaufen, ne? Wenn man da ist. Wollte hier mitlaufen. Mario wollte ja eigentlich mitlaufen, hat sich leider verletzt. Ja, so ist es. Gehört leider zum Sport mit dazu. Wir gehen zu Kilometer 1, das ja bekanntlich der wichtigste Kilometer beim Marathonlaufen ist. So, alles haben wir gesehen. Sevi leider nicht. Kann sein, dass er auf der Kameraaufnahme sich irgendwo versteckt, aber es sind einfach doch ein paar Leute zu viel. Gutes Timing, wir sind hier pünktlich gekommen zur Gruppe um Stef Ulitschka. Jawohl! Schöne Gruppe! Sehr gut, auf geht's! Jawohl, komm! Hopp, auf geht's! Feb, go! Sehr gut, beide sind mit guten Zeiten durchgegangen, sehr vernünftig angelaufen, da freut sich der Trainer. Krasses. Alois auf 2,48 Kurs, geht sehr konservativ an und Sevi auf 2,56 Kurs. So, wir sind jetzt bei Kilometer 37 ungefähr. Da hinten kommen die Läufer dann her. Und wenn die da sind, dann sollten die sich schon ganz schön anstrengen müssen. Kilometer 37 sind es dann noch 5 Kilometer. Die Spitze braucht 15 Minuten, unsere Jungs so 20. Also wenn sie da aber gut durchkommen, dann dürfte eigentlich nicht mehr allzu großes schief gehen. Außerdem muss ich sagen, dass die Zeiten bisher echt sehr, sehr gut ausschauen. Also die Tempoeinteilung läuft perfekt.
sowohl bei Alois als auch bei Severin. Sind beide noch sehr nah an ihren Zielvorstellungen dran. Stark, Steffen! Sehr gut! Es schaut gut aus! Stark, komm, auf geht's! Hopp, 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 hopp! Und nach vorne, auf! Sehr gut, David, auf geht's, komm! Jawohl! Du machst es! Alois, weiter so! Mach dein Ding, komm! Das sah aber gut aus. Sevi fliegt, Alois ist am Kämpfen, aber ich bin mir sicher, dass er es auch gut nach Hause bringen wird. Ja, natürlich. Yeah. Ja, voller Erfolg bisher. Also wenn man als Läufer hier zum Zuschauen kommt, kann mir niemand erzählen, dass er da keinen Bock auf Marathonlaufen bekommt. Übertrieben geile Stimmung. Hey Leute! Alois, die Fans wollen natürlich wissen, wie es war. Also du sahst ja bei Kilometer 35, 37 nicht mehr ganz so frisch aus. Ja, Herr Henschel, das würden Sie auch, wenn Sie mal dran laufen würden. Ich da irgendwie 3 Kilometer dann über irgendwelche Vögel springe. War der vor mir hinter? 6 Minuten hinter dir. Komplett? 56 hat er, 2,56. Cool. Überragend! Das ist so krass. Das ist so krass. Gut gerannt, ey. Danke, Steve. Hey, wir haben uns schon gefreut. Hallo, wie war es bei dir? Okay, jetzt ist es soweit. Jetzt kann ich ja diesen Lauf und die Zeit der Maya widmen auf jeden Fall. Ja. Das würde ich hiermit machen. Und den entbehrlichen Wochen und Monaten und danke an alle. Verpflegung super, genauso wie okay. Wir es besprochen haben. Also keine Magenprobleme gekriegt, überhaupt gar nichts. Nichts. Naja, das war dann mal der erste Marathon. Ja, also gerade fühle ich mich irgendwie wie ein Superheld, ja. Also als Trainer kann ich rückblickend sagen, beide Athleten haben sich wacker geschlagen. Ja. Naja, auslaufen, Leute, wenn ihr jetzt da seid, beide.